Mit den Händen sehen, Blinde ertasten sich durch Körperwelten. Schwaben-Derby, Stuttgarter Kickers reisen zum Aufsteiger Ulm und das Wetter. In den kommenden Tagen ist wieder von allem etwas dabei. Und damit guten Abend und willkommen zum Journal am Donnerstag. Schön, dass Sie mit dabei sind. Normalerweise ist das Anfassen von Ausstellungsstücken verboten. Doch bei den Körperwelten in Stuttgart heißt es, berühren ausdrücklich erwünscht. Blinde und sehbehinderte Menschen hatten die Möglichkeit, das Innenleben des menschlichen Körpers im wahrsten Sinne des Wortes zu begreifen. So einige würden sich bei dem Anblick ekeln und erst recht nicht so ein Gehirn anfassen. Doch bei Katrin Steidle sind Berührungsängste Fehlanzeige. Im ersten Moment also liegt halt, hart, weil es halt ein Mensch war. Wobei ich mit so einer Sache auch respektvoll umgehe, weil ich einfach weiß, der hat mal gelebt. Also es ist kein Kunststoffteil, sondern es war halt mal ein Mensch. Normalerweise ist das Anfassen der Plastinate bei den Körperwelten verboten. Doch Blinde und Sehbehinderte haben jetzt die Möglichkeit, das Innenleben des menschlichen Körpers wortwörtlich zu begreifen. Eine davon ist Katrin Steidle. Gemeinsam mit ihrem Freund besucht sie die Ausstellung in Stuttgart. Die 37-Jährige ist von Geburt an hochgradig sehbehindert. Wie sie uns erzählt, sieht sie zwar, wenn jemand vor ihr steht, Details wie Augenfarbe kann sie aber nicht erkennen. Dafür fühlt die ausgebildete Physiotherapeutin aber umso besser. Aber wie fühlt sich denn eine Niere an? Ich sage es mal von der Textur, von der Struktur her eher so ein bisschen, ich sage es mal klebrig, ist es falsch ausgedrückt, aber irgendwie einfach, ja, doch eigentlich schon eher klebrig. Wie sie selbst sagt, sieht sie mit ihren Händen. Ich kombiniere eigentlich ganz gut, weil ich sehe nicht alles und über die Kombination kann ich halt noch andere Dinge rausfinden, die ich nicht sofort erkennen kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Patient habe, der hat ein Gehproblem, habe ich eigentlich immer in der Regel die Hände am Becken, weil ich einfach über die Bewegung, also über die Bewegungspalpation in dem Moment mehr mitkriege, als über das reine Gucken. Durch ihre Ausbildung kennt sich die Cannstatterin natürlich mit Muskeln und Bändern aus. Dies jetzt aber einmal direkt anfassen zu können, ist für sie etwas Besonderes. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt aber vor allem auf den Gelenken ihrer Patienten. Man hat zwar die ganze Anatomie im Kopf, wie so ein Gelenk aussieht, aber man hat einfach nochmal ein Bild dazu. Und mit diesen neuen Bildern hat sie ein ganz eigenes Gefühl für diese Ausstellung erfahren. Ein einmaliges Angebot am Blindentag der Körperwelten. Aufgrund geplanter Umstrukturierungsmaßnahmen will sich das Unternehmen Ernst Strassacker in Süßen bei Göppingen von einem Drittel seiner Belegschaft trennen. Derzeit beschäftigt die Kunstgießerei 450 Mitarbeiter, 127 davon sollen bis Jahresende gehen. Grund für die Neuaufstellung des Unternehmens, das auch die Filmtrophäe für den Bambi produziert, seien zu hohe Arbeitskosten und ein deutlicher Umsatzeinbruch. Deswegen soll die Serienproduktion nun ausgelagert werden. Die Herstellung von sakraler Kunst für Grabmäler und Auftragskunst sollen am Standort erhalten bleiben. Am Klinikum Stuttgart müssen zwei Leute gehen, die Finanzdirektion und der Leiter der Auslandsabteilung. Beide hatten die Stadt Stuttgart mit sofortiger Wirkung gekündigt. Grund sind laut Finanzbürgermeister Michael Völl schwerwiegende Pflichtverletzungen. Zuvor hatte eine Rechtsanwaltskanzlei im Auftrag der Stadt die International Unit wegen eines Millionendefizits geprüft. Dieser habe Verstöße und Fehlverhalten der Führungsleute aufgedeckt. Die Stadt behält sich zudem auch rechtliche Schritte gegen die ehemaligen Führungskräfte der Unit vor, die für Behandlungen von Patienten aus Libyen und Kuwait zuständig ist. Weitere Meldungen jetzt im Überblick. Gelbe Karte für Bahn. Der Verband Region Stuttgart hat der Deutschen Bahn Regio erstmals eine schriftliche Verwarnung ausgestellt. Der Verband bemängelt die Qualität der S-Bahn im vergangenen Jahr. Sie sei unbefriedigend. Trotz vertraglich vereinbarten Zielvorgaben fallen weiterhin über 1% der Züge aus. Für dieses Jahr fordert der Verband daher eine Reduzierung der Ausfälle. Eine erste Maßnahme ist bereits geplant. Ab Juni sollen 10 neue Züge das Angebot in der Region verbessern.
Vorsichtige Bauarbeiten. Nach dem Fund zweier Fliegerbomben gehen nun die Arbeiten auf der Daimler-Baustelle in Sindelfingen weiter. Währenddessen soll die Fläche weiter nach Bomben abgesucht werden. Die Möglichkeit eines erneuten Fundes schließt Standortverantwortlicher Michael Bauer nicht aus. Prinzipiell besteht ein Restrisiko, aber wir haben alle Vorbereitungen getroffen, dass, falls es zu dieser Situation kommt, dass wir das dann auch geplant gemeinsam mit Stadt, Behörden, Freiwilligen, alles, was sie dazu benötigen, durchführen können. Am 16. März will das Unternehmen die Anwohner über das weitere Vorgehen informieren. Polonaise vor dem Rathaus. Traditionell zum schmutzigen Dunstich haben rund 200 Grundschüler den Rathausplatz in Remseck am Neckar gestürmt. Mit Unterstützung der Narrenzunft Remsecker Zauberwald musste Oberbürgermeister Dirk Schönberger damit symbolisch den Schlüssel abgeben. Im Anschluss durfte er im Zweikampf zeigen, was ein Oberbürgermeister so alles kann. Bis Aschermittwoch sind jetzt die Narren an der Macht. Die Kinder freut's, denn sie hatten dadurch heute einen kurzen Schultag. Ja, mehr zum schmutzigen Donnerstag sehen Sie dann morgen hier bei uns. So, kurze Pause und dann sind wir mit den Stuttgarter Kickers zurück. Die Blauen bereiten sich auf das Schwabenderby beim SSV Ulm vor und wollen dort die ersten 3 Punkte nach zuletzt 7 sieglosen Spielen. Mehr zu den Kickers gleich hier bei uns. Bleiben Sie dran. Regio TV. Willkommen zurück. Abstiegs- statt Aufstiegskampf heißt es aktuell für die Stuttgarter Kickers in der Regionalliga Südwest. Siege müssen her und zwar schnell. Am Samstag geht's zum Aufsteiger SSV Ulm, der bisher eine richtig starke Runde spielt, am vergangenen Wochenende aber so richtig unter die Räder gekommen ist. Stürmische Zeiten für die Stuttgarter Kickers in diesem Winter. Die Sonne strahlt noch lange nicht über den Blauen. Aber wenigstens kann das Team endlich wieder auf dem eigenen Rasenplatz trainieren. Davor war das witterungsbedingt einfach nicht möglich. Vielleicht ein Anfang für bessere Zeiten, denn die Kickers sollten schnellstmöglichst wieder mal dreifach punkten. Ja klar, also wir haben jetzt schon länger kein Spiel mehr gewonnen. Also mich nervt das schon extrem, nicht mehr zu gewinnen. Und das wäre für jeden, auch fürs Umfeld, sehr, sehr erleichternd. Ein Sieg im Schwabenderby beim SSV Ulm wäre nicht nur für die Fanseele Balsam, sondern natürlich auch enorm wichtig fürs Selbstvertrauen und die anstehenden Aufgaben. Wir arbeiten ruhig weiter, wir wissen ganz genau, was unser Plan ist und ja, wir verfolgen immer von Woche zu Woche und wollen die 3 Punkte einfahren und klar, es wäre für das Selbstbewusstsein, wäre es natürlich überragend in Ulm beim Derby 3 Punkte zu holen. Das ist brisantes Derby wird, das ist uns klar. Ich habe schon von den Fans mitbekommen, dass das das wichtigste Spiel des Jahres für sie ist. Und ja, ich hoffe auf eine gute Stimmung. Und ja, wie die letzte Woche gespielt haben, interessiert uns gar nicht. Wir müssen uns auf uns konzentrieren. Und wenn wir Gas geben, dann gewinnen wir das auch. Am Samstag gibt es auch ein Wiedersehen mit den beiden Ex-Kollegen Volkan Schelikdas und Marco Koch, die beide kurz vor Transferschluss zu den Ulmern gewechselt sind. Mit ihrem neuen Verein mussten sie am vergangenen Wochenende eine 0-5-Klatsche beim Abstiegskandidaten Trier einstecken. Sie sind natürlich nach dem sehr unglücklichen Abstieg im letzten Sommer etwas schwer in die Saison gekommen. Haben aber meines Dafürhaltens nach eine wirklich sehr gute Mannschaft. Wir haben das schon zu spüren bekommen in Stuttgart. Sie sind individuell stark besetzt, haben sich jetzt in der Winterpause nochmal verstärkt. Also wir wissen um ihre Stärken, aber wir wissen auch, wie wir dagegen spielen können. Und das werden wir auch mit aller Macht am Samstag im Donaustadion umsetzen. Ein Blick auf die Tabelle zeigt, dass der Aufsteiger Ulm auf Rang 6 wohl als Favorit gegen den Absteiger Stuttgarter Kickers, der aktuell Platz 14 belegt, geht. Mal sehen, ob die Spatzen ihrer Favoritenrolle gerecht werden oder die Kickers eiskalt zuschlagen werden. So, das war das Journal für heute. Hier übernimmt jetzt Anna Gröbel und bringt Sie noch auf den neuesten Stand in Sachen Wetter in der Region. Und das ist ja ganz wichtig, denn die kommenden Tage werden doch viele Menschen dann im Freien verbringen. Und da hoffe ich doch mal im positiven Sinne, dass der Wettergott auch einen Narrenkapp trägt. Bis hierhin, danke fürs Zuschauen, Ihnen noch einen schönen Abend und bis morgen. Tschüss, machen Sie es gut. Schönen guten Abend, ich begrüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV.
Aktuell zieht das Orkantief Thomas über den Norden Deutschlands hinweg. Besonders die Mitte des Landes bekommt das zu spüren. Da gibt es schwere Sturmböen mit über 90 km/h und sogar orkanartige Böen im Bergland mit über 100 km/h sind da möglich. Auch bei uns ist Wind auf jeden Fall ein Thema. Am Freitag lässt er aber nach. Da zieht das Orkantief dann auch Richtung Baltikum ab. Aber es lässt uns als Abschiedsgeschenk ganz schön kalte Luft da. Es gibt einen regelrechten Temperatursturz. Und die Reste der Kaltfront, die sehen wir hier noch, die liegt am Freitag erstmal über uns. Dahinter lockert es aber von Norden her langsam auf. Aber zum Start in den Freitag, da gibt es erstmal viele Wolken in Baden-Württemberg. Es regnet und im Tagesverlauf gehen die Regenfälle immer mehr in Schauer über. Und diese Schauer, die können teilweise auch mal etwas kräftiger ausfallen. Eventuell sind da sogar Gewitter oder Graupelschauer möglich. Und die Schneefallgrenze sinkt im Tagesverlauf. Sie liegt dann später am Abend nur noch bei rund 500 Metern. Also im Schwarzwald wird es teilweise dann wieder ganz schön weiß. Ja, und die Temperaturen, die erreichen auch nur noch 3 bis 8 Grad. Und bevor wir uns das Wetter im Großraum Stuttgart genauer anschauen, gibt es hier noch mal ein paar frühlingshafte Bilder aus Zuffenhausen. Die Haselpollen fliegen schon in mäßiger Konzentration, genauso wie die Erlenpollen. Allergiker haben also schon mit einer verschnupften Nase und mit tränenden Augen zu kämpfen. Immerhin ist die Feinstaubbelastung durch das turbulente und windige Wetter deutlich zurückgegangen und sie bleibt jetzt in den nächsten Tagen auch eher niedrig, denn eine Kaltfront brachte ja zum Teil kräftige Regenschauer. Jetzt am Freitag, da geht es eben mit dem Schauerwetter erstmal weiter, aber zum Nachmittag hin, da werden die Schauer auch mal etwas weniger. Da zeigt sich zwischendurch die Sonne, aber kurzzeitig können die Schauer eben auch mal etwas kräftiger ausfallen. Und es ist spürbar frischer. Die Temperaturen, sie steigen nur noch auf 3 bis maximal 8 Grad und wir haben immer noch leicht lebhaften Westwind, besonders in Schauernähe. Am Wochenende und am Rosenmontag, da sieht das Wetter wieder deutlich besser aus. Es bleibt trocken, es gibt wieder viel Sonnenschein und nur ein paar lockere Wolken. Und die Temperaturen steigen wieder deutlich an. Rosenmontag wird fast wieder frühlingshaft mit Temperaturen von bis zu 16 Grad. Aber die nächste Kaltfront lässt nicht lange auf sich warten. Am Dienstag kippt das Wetter voraussichtlich wieder und die Temperaturen, die gehen dann wieder in den Sinkflug. Regio TV. Ein besseres Wetter hätte man nicht erwischen können. Herzlich willkommen zu einer weiteren und nigelnagelneuen Ausgabe von Wir in BB. Hier vom Enigauer Fastnetzumzug. Ja, unglaublich viele Gruppen, schaut's mal her. So viele Gruppen sind hier unterwegs und ziehen durch den Ort.